Nach Shooter haben sich Antoine Fuqua und Mark Wahlberg einmal mehr zusammengetan, um einen Action-Thriller zu machen. Den kann man jetzt seit einigen Tagen auf Amazon Prime Video anschauen. Und damit geht es hier jetzt um Infinite Lebe Unendlich. In seiner Jugend wurde bei Evan Schizophrenie diagnostiziert und seitdem nimmt er Medikamente. In seiner beruflichen Laufbahn hat sich das aber immer wieder negativ ausgewirkt, sodass inzwischen nahezu jedes Einstellungsgespräch an dieser Tatsache scheitert, auch wenn Evan ambitioniert, zuvorkommt und pflichtbewusst ist. Finanziell kommt er nur über die Runden, weil er aus irgendeinem Grund ein verdammt guter Schmied ist und japanische Schwerter von Hand fertigt, wie es kaum ein Zweiter kann. Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall und Evan wird in die Welt der Infinites, bestehend aus Believern und ihren Widersachern, den Nihilisten hineingezogen. Menschen, die auf das Wissen ihrer vorherigen Leben zurückgreifen können und für die menschliche Körper bloße Hüllen sind, die man mit dem Tod ablegt. Und genau in diesen Kreisen ist Evan jemand, den man lange gesucht hat. Infinite Lebe Unendlich im Original nur Infinite geht 106 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und ist ein Streifen, der ursprünglich mal in die Kinos kommen sollte, in den USA, dann aber bei Paramount Plus, dem hauseigenen Streamingdienst von Paramount, landete. Und auch hier wollte man ihn ins Kino bringen, aber kurz vorher hat man sich entschieden, ihn dann doch an Amazon abzugeben. Und somit kann man ihn jetzt seit einigen Tagen auf Amazon Prime Video inkludiert anschauen. Ist ein Action-Science-Fiction-Thriller mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Der hatte mit Antoine Fuqua ja schon unter anderem Shooter gemacht. Ich fand damals Southpaw von dem Regisseur gut, Training Day richtig gut, auch der glorreichen 7-Neuverfilmung konnte ich was abgewinnen, den ersten Equalizer richtig gut, den zweiten dann wieder sehr schwach, so gab es bei dem immer mal wieder so ein leichtes Auf und Ab, aber diese Kombination lässt zumindest darauf hoffen, dass hier was um die Ecke kommt, was sehenswert ist und Spaß machen kann. Nun, wenn man sich Infinite anschaut, stellt man, oder ich zumindest relativ schnell fest, erst einmal einen Film, dessen Prämisse irgendwas passiert, während wir Menschen ganz normal auf der Erde leben, im Hintergrund geht deshalb um das Schicksal der ganzen Welt ungefähr alle paar Monate serviert bekommen im Science-Fiction-Action-Genre, was gerne dann in diesem Bereich damit brilliert, eine Verpackung voller Effekte und Hochglanz abzubilden, die aber dann oft sehr inhaltsleer ist. Und genauso ist es bei Infinite. Schon am Anfang erklärt mir die Hauptfigur so ein bisschen was über die Welt, in die ich entführt werde. Und anstatt es mir zu zeigen und nahezubringen, muss ich mir das anhören, erzählerhaft. Und so wird man durch den ganzen Film auch in Versatzstücken immer wieder dahin geführt, dass bestimmte Figuren mir erklären sollen, was eine andere Figur für eine Hintergrundgeschichte hat. Und nachdem ich mir all das angehört habe, denke ich, irgendwie fühlt sich das trotzdem nicht stimmig an und alles wie ein ewig währender Fremdkörper, während man die ganze Zeit schon weiß, worauf wird diese Nummer hinauslaufen. Wenn uns Evan am Anfang sagt, er kann aus irgendeinem Grund schon Schwerter schmieden und er das nicht zusammenbringt, dann wissen wir, dass er ungefähr eine halbe Stunde später erst auf den Trichter kommt, was mit ihm wirklich los ist. Und das macht den Film, dafür, dass er auch Thriller sein will, erst einmal überhaupt nicht spannend, sondern meist vorhersehbar und langweilig. Die Actionsequenzen, 1, 2, davon sind ganz in Ordnung, aber sind wir ehrlich, heutzutage kann man es besser. Man kann es anders, man kann es mehr geprobter und dadurch viel mehr durch One-Takes geführt besser aussehen lassen. Und am Ende gucke ich nach Infinite drauf und sage, das war ehrlich gesagt nichts. Von den Hauptakteuren ist man ehrlich gesagt mehr gewohnt und die Geschichte, obwohl es eine Buchverfilmung ist, wirkt einfach so dröge, dass denke, okay, ich habe ihn jetzt einmal gesehen, ich muss ihn ein zweites Mal sehen und wem ich den Film empfehlen soll, fällt mir ehrlich gesagt schwer zu verorten. Reden wir ganz kurz über zumindest zwei vom Cast. Mark Wahlberg ist so einer, der wird nicht immer konsistent gute Rollen, arbeitet oft mit gleichen Regisseuren zusammen, aber trotzdem hat er auch immer wieder seine Parts, die gut funktionieren. Einer, der lange die Forbes-Liste in Hollywood der Bestverdiener angeführt hat, weil er in Franchises drin war, weil er mal große, mal kleinere Filme macht, aber auch immer so ein Typ, der emotional nicht tief genug gehen kann, dafür aber immer fit auftaucht und normalerweise in den Actionsequenzen gut abliefert. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, ist es so eine Nummer, die Figur wirkt total lasch. Sie wirkt einfach überhaupt nicht aufgeladen mit irgendwas, was mich emotional interessiert und der Weg ist einfach so wahnsinnig stark vorgezeichnet, dass es null überraschend ist. Das gleiche gilt zum Beispiel für einen Chiwetel Ejiofor, den ich wahrscheinlich wieder mal falsch ausspreche, als Badhurst, eine Art Gegenspieler, ein Widersacher, der auch so völlig eindimensional daherkommt und man sich fragt, okay, denken wir das Ganze mal weiter. Wenn diese Nihilisten alles, was lebt, zerstört, was macht die dann eigentlich überhaupt glücklich an der ganzen Sache? Dieses ganze Grundkonstrukt dieser beiden
Seiten und woher die Motivation tatsächlich kommt, die ist einfach so hauchdünn, dass man das ganz schnell, wenn man drüber nachdenkt, sich fragt, okay, was gucke ich mir eigentlich hier gerade an? Und so geht es durch den ganzen Cast und durch jede Figur. Es wird einem ständig erklärt, wo kommt die her, wo will die hin, was ist mit dieser Figur los? Und da ist null Show, Don't Tell drin, sondern genau das Gegenteil. Und das ist inszenatorisch doch ziemlich schwach, obwohl man sich ja sogar ganze 106 Minuten nimmt, um diese Geschichte zu erzählen, versucht man einfach nur von Sequenz 1 bis zum, also es geht immer, als wenn ich in einem Computerspiel von Quest zu Quest, von Punkt zu Punkt komme, um irgendwie an ein Ende zu gelangen, und das fühlt sich einfach total unorganisch an und auch die Figuren und ihre Akteure mittendrin immer wieder wie Fremdkörper. Die Kameraarbeit versucht eben mit Actionsequenzen nicht so zerschnitten zu sein, ansonsten auf diesen Hochglanz-Look alles zu packen, um abzulenken, aber ich finde, das hilft nicht, während die Musik dann viel zu drüber drauf spielt, was der Film nicht abliefern kann, ist mir das Szenenbild fast schon Wurst, wo der Film dann am Ende spielt. Ist Kostüm und Make-up immer so ein Mix aus taktisch und den Figuren angepasst? Wirken wir mit die Effekte einfach zu aufgeblasen, sage ich am Ende. Infinite ist für mich mit einer recht langweiligen, sehr repetitiven, oft gewählten Rahmenhandlung aufgebaut. Man kann ja gefühlt in diese Szenarien irgendwas passiert, seines Auserwählte, seines Wissende, seines Figuren, die sich für eine Pille entscheiden und aus der Realität aussteigen, seines meinetwegen bis hin zu Zauberern, die die Welt hinter den Muggeln und so weiter erklären. Dieses Szenario, dass wir irgendwo leben und irgendwo in den Schatten passiert etwas, von dem wir nichts mitkriegen, lässt sich mit ganz vielen Ideen bereichern. Das funktioniert mal mehr, mal weniger und hier definitiv mal weniger aus meiner Sicht. Viel zu viel Erklärung, Film komplett vorhersehbar, dadurch null spannend, in weiten Teilen leider anstrengend und ein ziemlich schwaches Script, wie ich finde, lassen für die Action und den Look noch 3,5 von 10 möglichen Punkten für mich für Infinite da. Als Action, Science Fiction, Thriller insgesamt noch 2,5 von 10 möglichen Punkten und damit ist es nichts aus meiner Sicht. Also man muss schon sehr abschalten und sich, glaube ich, zurücklehnen wollen, um dann zu sagen, das war ein ganz toll unterhaltsamer Film. Das nehme ich dann ehrlich gesagt nicht richtig ab, beziehungsweise diese Filme, die bringen einfach nichts mit sich. Die müssen nicht anspruchsvoll, die müssen nicht tiefgehend sein, aber ganz ehrlich, im Jahr 2021 hat man sich doch schon völlig satt gesehen an diesen nur mit Effekten aufgeblasen vorhersehbaren Kram. Und am Ende vielleicht gut, dass er nicht im Kino gelandet ist. Andererseits, auf einer Streaming-Plattform bildet sich dann immer auch so ein bisschen so das Klischee einer kleinen Resterampe. Für was es im Kino nicht geschafft hat, landet dann da. Also kann man eigentlich allein darüber mal eine Diskussion führen. Okay, da bin ich am Ende meiner Review zu Infinite. Seit eben 4 Tagen, glaube ich, ansehbar auf Amazon Prime Video. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Film schauen.